Meine Damen und Herren, zur bereits jetzt schon bestehenden Sommer-Edition. Die Frisur ist angeglichen, der Bart ist wieder so wie früher und bereit für den Sommer. Des Weiteren kann ich ohne großartig anzugeben sagen, dass ich mich im Besitz eines Pickels befinde. Typische Stresserscheinung, ne? Fühlt sich voll nackt an. Einfach weg. Aber schon stoppelig. Das hatte ich noch nie. Also ich hatte davor, ich glaube, ich habe den Bart jetzt ein Jahr gehabt, ein bisschen länger als ein Jahr. Davor hatte ich immer glatt. Und jetzt ist halt einfach insgesamt mehr als davor da, also Haare, die sprießen, und das ist doch jetzt so ein kleiner Stoppelfeld. Aber dennoch bin ich jetzt ganz froh, dass er weg ist, denn gerade beim Kürzen jetzt, als ich es vorgestern gemacht habe oder vorvorgestern, habe ich wieder gemerkt, wie undicht die rechte Seite war. Das habe ich euch auch ein paar Mal erwähnt, dass ich mit meinem rechten Backenbart nicht zufrieden bin. Wenn man mich von der Seite gesehen hat, vor allem im gestutzten Bereich, dann hatte ich einfach hier einen kleinen Bart, hier, und das habe ich halt so rüber gekämmt, mehr oder weniger. Und hier war ein bisschen was und da ein bisschen was. Aber sonst, ich habe riesige Stellen, an denen nichts ist. Es sieht komplett behindert aus. Ich kann nur diesen Vollbart tragen, wenn ich ihn wirklich sehr lang wachsen lasse, dass die Löcher einfach zu sind, also überdeckt werden von anderen Haaren. Auf der Seite ist es deutlich besser. Ja, Leute, es ist geschehen. Ich sehe gerade, dass ich ihn hier nicht gleichmäßig, ich habe ihn hier ganz schön dünn gemacht. Viel dünner als da. Naja. Ich denke, gerade die Neuen sind jetzt vielleicht kurzzeitig in einer neuen Umgewöhnungsphase oder Angewöhnungsphase. Die Alten sagen sich, ja gut, so sahst du früher immer aus. Wobei ich, glaube ich, früher nicht dieses Stück hatte. Das war, glaube ich, früher nicht da. Übrigens, Leute, bevor wir es von dem ganzen Bart-Talk vergessen, jetzt ist Livestream, heute. Um 18 Uhr ist Livestream. Kommt, nein, es wird gejuckelt. Der Link ist in der Beschreibung ganz oben und ist auch als angepinnter Kommentar ganz oben. Wenn ich es nicht vergesse. Falls ich es vergessen sollte, stellt euch nicht so an. Geht auf Twitch und gebt der Dummbabble ein. Da gibt es nur einen Kanal, der auch den Partnerhaken hat. Das bin ich. Bumm, da drauf. Und da ist der Stream. Verstehst? Gut. Ja, das habe ich jetzt nicht optimal gemacht. Aber naja, ich muss das jetzt erst wieder üben. Mich wieder anlernen hinsichtlich der Rasur. Ja, weil ich habe jetzt ja ewig über ein Jahr lang nicht rasiert. Also der Bart, ne? Was mir selbst direkt auffällt, es liegt aber mehr an den Haaren, glaube ich, als am Bart, ist, dass ich jetzt gepflegter aussehe wieder. Ne? Meine Haare werden hier immer so lang, dann habe ich so einen Puschelkopf. Sieht ein bisschen komisch aus, aber auch durch den Bart sehe ich jetzt halt so ein bisschen seriöser aus. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich verkaufe Ihnen heute eine Versicherung. Oh. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Ich passe jetzt auf jeden Fall wieder besser zu den Designs, die wir am Start haben. Vor allem hinsichtlich des Merchs haben wir da ja doch einige Designs, die halt ja schon etwas länger als ein Jahr alt sind. Und bei den meisten habe ich nur hier und hier den Bart. Oder so. Aber oder sogar nur so ein paar Striche hier unten. Wobei natürlich auch ein paar Designs mit Vollbart am Start sind von The Face. Ja. Und von Gustl ganz zu schweigen. Ja. Der sieht natürlich immer super sexy aus. Na, oder? Schneckchen oder Schneckchen. Ja, so viel dazu. Wisst ihr, was mir gerade wieder auffällt? Ich hätte echt gerne so ein, damit ich mich hinstellen kann. Bei solchen Videos würde ich sehr gerne stehen, um mit euch so papa zu machen. Was ist, wenn ich mich jetzt, was finde ich, guck mal, na gut, das ist halt schlecht, ne? It's your boy! Eigentlich ist es Quatsch. Beziehungsweise, nee, ist es nicht. Ich kann mir auch einfach hier so eine Stelle machen, wo ich die Kamera halt weiter oben anbringen kann und fertig ist der Lack. Und das Mikrofon kann ich ja mitnehmen, ne? Das, habt ihr recht. Trotzdem ist sowas cool, aber halt schweineteuer, ne? Alter Valerio. Sowas kann man sich doch nicht leisten. Wie soll denn das gehen? Viele haben mich heute schon direkt morgens gefragt, wie meine Prüfung war. Also morgens um 8. Die Prüfung war erst um 13 Uhr. Mittlerweile bin ich natürlich jetzt durch. Ich denke, man merkt, dass ich etwas entspannter bin. Wobei ich ja noch eine vor mir habe, nächste Woche Freitag. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit dahin. Die Prüfung lief gut. Ich habe aber auch wirklich gebollert wie ein Warzenschwein. Ich war jetzt vor allem im vergangenen Semester, sehr oft in den Vorlesungen. Früher war ich nicht so oft in den Vorlesungen, musste dann halt für die Prüfung hin nicht nur die Sachen nachlernen, sondern das Semester komplett neu erstmal für mich selbst mich einlesen, ne? Worum geht es da? Und dann nachlernen. Und ich bin zum Glück jemand, der autodidaktisch lernen kann. Also ich kann einfach für mich selbst vor mich hin lernen, mit Texten zum Beispiel. Also ich kann mir einfach Bücher holen oder eben die Skripte und dann den ganzen Scheiß durchlesen. Und weiß es dann auch, wenn ich es ein paar Mal durchgelesen habe, jetzt speziell schwierige Sachen.
Aber dann habe ich das schon drauf. Wobei das heutige Fach, das war jetzt sowas wie Software Engineering, Maßnahmen, Techniken, Requirements, Engineering, bla bla bla, der ganze Schotter, das ist schon auch eher so, also zu einem gewissen Teil auch auswendig lernen. Das kann ich eh sehr, sehr gut. Also mir sehr große Mengen an kurzzeitigem, temporären Wissen anfressen, das kann ich ganz gut. Und dann alles rauskotzen auf die Arbeit. Und eine Woche später weiß ich es nicht mehr. So, vor allem die letzten 2 Tage waren richtig hart. Ich habe schon im Semester auch angefangen zu lernen. Mein Lernen bestand eigentlich einfach nur daraus, weil einige von euch gefragt haben, wie ich lerne, dass ich die Skripte nochmal abschreibe bzw. zusammenfasse und für mich aufschreibe. Also ich habe so einen riesen Stapel jetzt für dieses eine Fach an Blättern halt, an selbstgeschriebenen Sachen. Sowas dauert natürlich, aber man kann auch, ja, es geht schon. Also wenn ich alle Lernstunden zusammennehme, wahrscheinlich maximal 24 Stunden gelernt, eher ein bisschen weniger. Vor allem dann immer die letzten 2 Tage vor der Prüfung sind für mich eigentlich die wichtigsten. Davor ist alles so Vorgeplänkel, aber 2 Tage vor der Prüfung hocke ich mich hin und pimmel dann durch. Leider nie direkt, sondern immer erst nachts. Gestern habe ich auch erst wieder gedödelt und noch gezockt. Ich habe abends noch mit Berl gespielt und hin und her und pipapo. Also nachts dann, er war ja erst nachts zu Hause. Und dann ab 2 Uhr morgens, also heute Morgen, bis um 6 dann nochmal 4 Stunden durchgewurstet. Wir hatten 2 Klausuren von den Jahren zuvor. Die habe ich halt einfach beide bearbeitet. Und diese Klausuren mehr oder weniger auswendig gelernt, dass ich da Bescheid weiß, auf die Frage kommt diese Antwort. Bababababam. Alleine das Durcharbeiten der Klausuren hat natürlich einen großen Lerneffekt dahinter. Ne? Und man guckt sich die Klausuren an und weiß nicht allzu viel, vielleicht 20-30%. Und den Rest muss man nachschlagen. Am besten schon in seinem eigenen aufgeschriebenen Kram alles nachschlagen, dann die Klausur nochmal für sich selbst beantworten, ohne auf seine Aufzeichnungen zu gucken, beide, und dann das am besten nochmal machen. Ja, und dann hat man es eigentlich drauf. Sofern man Klausuren zum Lernen hat und man keine hat, dann muss man halt einfach nur die Schwerpunkte, der gesamten Themengebiete abarbeiten, was bei dem Fach wirklich fett war. Und ja, so ging das dann. Ich denke, es war ganz gut. Also bestanden habe ich auf jeden Fall. Vielleicht sogar ganz, ganz gut. Es kann hinkommen. Es waren so 1-2 Fragen, die unangenehm waren. Aber das ganze Thema ist halt auch offen. Also es gibt bei vielen Dingen keine Patentlösung. Ne? Es gibt eine Beschreibung eines Problems. Also man ist der Kopf des Entwicklerteams und hat diese und jene und so und so viele Module, die man machen muss. Und die Entwicklerteams, die man hat, die einen für dieses eine Modul hocken alle zusammen in Deutschland und die anderen Entwicklerteams bestehen aus 10 bis 20 Leuten und hocken in China, in den USA und so weiter. Wie geht man da am besten ran? Welche Vorgehensweisen und so weiter und so fort? Das heißt, da kann man dann auch, wenn man die Sache dann verstanden hat, logisch darauf antworten. Am besten machen die beisammen hocken, Techniken, die darauf aufbauen, dass man beisammen hockt und direkt Wissensaustausch betreiben kann und so weiter, und das andere halt anders. Naja, soweit, so gut, Kinderlein. Heute, 18 Uhr, ihr wisst Bescheid, Livestream, also jetzt. Ich weiß, die Videos kommen immer genau dann, wenn der Stream anfängt. Das soll nämlich eure Erinnerung daran sein, dass man spätestens jetzt dann sagt, so, und jetzt gehe ich in den Stream und guck mal rein. Dankeschön dafür. Und natürlich einen ganz besonderen Dank an die Leute, die ja, den Stream einfach anhaben, also einfach anlassen, auch wenn sie ihn nicht gucken. Viele machen ihn einfach auf dem Handy an oder auf dem Tablet, schreiben kurz, hey, yo, ich muss jetzt aber zur Fahrschule, ich lasse den Stream aber an und so weiter. Das ist natürlich bombastisch. Da steigen wir schön im Ranking auf, und wenn man weit oben im Ranking steht, wird man noch eher von neuen Leuten gefunden, die Community bereichern. Ja. Papa, ich bin jetzt mindestens 5 Jahre jünger, Alter. Guck, wie ich aussehe. Hallo, ich bin 17. Danke für die Likes und Kommentare, ne? Ciao, ciao.